Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es wieder soweit. Heute gibt's eine Kakerlakenparty, unser Hörspiel. Das heißt, ihr hört heute keine neuen Telefonate, sondern ihr hört die Telefonate aus der vergangenen Woche, nur zusammengeschnitten und ohne mein Gelaber dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Ich suche nach Sebastian. Das ist mein Vorname, Sie meinen Herrn Kackifein. Ja, Herr Kackifein. Mein Name ist Petra Müller, ich bin Kontomanager. Sie haben heute ein Online-Handelskonto gemacht. Und ich möchte Ihnen fragen, möchten Sie das Konto aktivieren vielleicht? Weil eine Kontoaktivation, Sie können nicht Online-Handel anfangen. Wie heißt denn die Seite? Um welche geht's denn? Aus Bitcoin Converse, aus BTC Trades. Ach so. Und das dauert ein paar Minuten nur, das können wir gemeinsam machen, weil Kontoaktivation, Sie können nicht nur allein machen, ja. Herr Sebastian? Ja. Sind Sie noch dran? Ich bin noch dran, ja. Und das heißt nicht der Herr Sebastian, das heißt Herr Kackifein. Okay, Herr Kackifein, sind Sie noch da? Ja. Machen wir Kontoaktivation? Wie heißen Sie? Ich bin 29. Wie viel kann man denn da so verdienen? Natürlich, sobald das Konto aktiviert ist, dann Sie können schon anfangen. Ich überlasse Ihnen, womit wollen Sie anfangen? Mit Bitcoin, mit Wertpapier, mit Gold, mit Ethereum, mit chinesischer Währung. Sobald Ihr Konto aktiviert ist, dann Sie können schon anfangen. Und sobald Ihr Konto aktiviert ist, Sie kriegen von unserer Finanzabteilung einen Anruf. Natürlich dann, Sie können mehrere Anrufe bestellen. Sie sind erfahrene Leute in dem Bereich und Sie können alles fragen, wie sollen Sie traden, wie funktioniert das alles und so weiter. Und noch dazu, Sie kriegen von uns ein Software. Sie würden das auf Ihrem Computer, auf Ihrem Handy oder wo Sie es wollen installieren. Und das läuft Tag und Nacht automatisch. Sie müssen gar nichts machen. Die Software handelt für sich allein selber. Und wie viel kann man da verdienen? Sobald Sie anfangen zu traden, das möchte ich Ihnen sagen, dafür bin ich nicht zuständig, sobald das Konto aktiviert ist. Sie kriegen von unserer Finanzabteilung Anruf und die werden Ihnen alles erklären, ja. So Schritt zu Schritt und Sie können alles fragen, die werden alles erklären, die werden einen Finanzplan bauen mit Ihnen und so weiter. Ich bin nur jetzt momentan für Kontoaktivation zuständig. Ja, aber ich muss ja erstmal wissen, wie viel Geld ich da verdienen kann. Kommt drauf an, wie viel Investitionen Sie machen und wie viel Sie brauchen an Investitionen. Sie können natürlich für ein paar Tage und in ein paar Monate, Sie werden keine Millionäre, aber damit können Sie als Nebenjob wirklich Geld verdienen und das ist gute Zeit. Ja, aber die Frage ist ja, wie viel? So genau, ich möchte Sie nicht lügen und so genau, also genau Zahl kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist abhängig von Ihnen. Womit handeln Sie, wie viel investieren Sie und so weiter. Ja, aber ich muss doch erstmal wissen, wie viel ich rauskriege, bevor ich was reinstecke, weil dann sonst zahle ich da Geld ein und dann kriege ich ja gar nichts mehr raus. Das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht erfahrene Leute dafür. Dafür bin ich nicht zuständig. Ja, dann geben Sie mir mal jemanden. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Sobald aktivieren Sie Ihr Konto, Sie kriegen Anruf von erfahrenen Leuten, die werden Ihnen alles erklären. Sie können alle Fragen stellen und die sind dafür da. Ja, aber da ist doch irgendwas im Ablauf falsch. Ich muss doch erst meine Fragen stellen können und dann Geld einzahlen und nicht andersrum. Nein, leider, ich kann nicht einen Anruf bestellen ohne Kontoaktivation. Ich kann das nicht machen. Ja, aber dann ist ja was illegal. Das ist alles illegal. Nee, das glaube ich nicht, weil letztendlich, wer erst mein Geld will und dann die Information und dann quatschen sie mir auch noch zwischen. Können Sie mich vielleicht auch mal ausreden lassen? Geht das vielleicht, dass ich auch was sagen kann? Hallo? Natürlich. Ja, dann quatschen Sie doch nicht permanent dazwischen. Das ist schon ziemlich unseriös, wenn eine Firma erst Geld haben will und dann die Informationen gibt. Das gehört sich doch andersrum. Ich zahle doch nicht Geld ein, ohne zu wissen, wie viel ich da raushole. Sie zahlen gar nichts, das ist Ihr eigenes Geld. Ja, ist doch scheißegal, ob ich es umlage, einzahle, rüberschiebe oder das rübertransportiere. Sie können das Geld in der Zeit abheben. Das ist Ihr eigenes Geld, das ist Ihr eigenes Investition. Genau, aber wenn es weg ist, ist es weg. Das zahlen Sie nicht uns, das ist Ihr Geld. Naja, es ist aber in Ihrer Firma und Sie haben die Kontrolle über die Systeme. Wenn Sie
anders überlegen, Sie können dieses Konto jederzeit deaktivieren, Ihre Gelder jederzeit abheben. Sie zahlen das nicht aus. Das spielt ja keine Rolle, es ist ja trotzdem in Ihrem Unternehmen das Geld. Ob ich es jetzt bezahle oder nicht, es ist ja scheißegal, es spielt keine Rolle. Mein Konto ist ja dann bei Ihnen. Und wenn Sie dafür sorgen, dass ich keinen Zugriff mehr auf dieses Konto habe, ist die Kohle auch weg. Es ändert ja an der Situation nichts. Das klingt sehr kriminell, was Sie da erzählen. Das ist kein nichts kriminell hier. Doch, das ist kriminell, was Sie da machen. Das ist bandenmäßiger Betrug. Ja, genau, und dann ganz schnell abhauen, ne? Da, warum haben Sie das denn da registriert, wenn Sie so... Ja, ich wusste ja noch nicht, dass dann eine Kriminelle anruft. Das weiß man ja vorher nicht. Das ist ja genauso wie das mit dem Geld. Da einfach im Internet, Sie machen eine Registrierung und damit verdienen Sie Geld. Ohne Aktivation, ohne gar nichts. Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Aber erstmal möchte ich Informationen und die kriege ich ja nicht. Sie brauchen von mir eine genaue Zahl, wie viel verdienen Sie. Ich weiß zuerst nicht, womit wollen Sie anfangen zu handeln, ja? Wie soll ich Ihnen sagen, wie viel verdienen Sie jetzt gerade? Naja, das ist ja nicht schwer. Sie haben ja da 250, 500 und 1000, wie jede andere Betrugsfirma. Okay. Wollen Sie Kontoaktivation oder wollen Sie das nicht? Ja, in so einem kriminellen Unternehmen nicht, nee, wo nur bandenmäßige Betrüger arbeiten. Das finde ich nicht in Ordnung. Da macht ja keinen Sinn, da das Geld einzuzahlen. Das ist ja bloß weg, denn. Das ist also. Wir sind die lizenzierte Firma. Also nee, sind Sie nicht. Doch. Wir machen alles, damit wir unsere Kunden verdienen, gewinnen, nicht nee. Verlieren. Der Einzige, der gewinnt, ist Ihr Chef, aber naja, Sie sind ja letztendlich auch bloß ein Sklave, der den Arsch leckt. Aber unterm Strich ist es bleibt okay. Der Betrug. Und wenn Sie da mitmachen, dann sind Sie genauso... Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Herr Schwingitze. Ja. Also Sie sind online auf unserer Plattform, deshalb rufe ich. Auf welcher Plattform denn? Mein Name ist Nina Schiller und ich rufe Sie von Benefix.com an. Von welcher Firma? Ja. Benefix.com. Ach so, ja. Haben Sie eine Erfahrung über Online-Investition oder das ist Ihr erster Mal? In welchem Bereich denn? Über Online-Investition. Ja, und in welchem Bereich? Man kann ja in viel investieren. Ah, okay. Also das ist so. Als erstes, haben Sie Ihre Lautsprecher geöffnet? Das war doch jetzt gar nicht die Frage. Ich habe gefragt, in welchem Bereich? Also ich höre meine Stimme nochmal auf dieser Grund. Können Sie das als erstes schließen? Was soll ich damit machen? Hallo? Hallo? Hallo, ja, okay. Ja. Was denn jetzt? Online. Sie machen nur mal Ihr Mikrofon aus, da kann ich nichts verstehen. Hören Sie mich? Jetzt ja. Ah, okay. Also, mein Name ist Nina Schiller und unser Plattformname ist Benefix und Sie sind online auf unserer Plattform. Ich möchte als erstes ganz kurz auf unserer Plattform Informationen geben, okay? Aha. Okay, wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform. Automatisches System und manuelles System. Natürlich, es wäre besser, wenn Sie mit unserem automatischen System arbeiten. Ja. Okay. Sie haben mir gesagt, Sie haben keine Erfahrung. Ist das richtig? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe nicht verstanden, in welchem Bereich ich Erfahrung haben soll, weil es gibt ja verschiedene Bereiche, also nicht nur einen. Also, haben Sie Online-Investitionen? Ja, und da war jetzt die Frage, in welchem Bereich? Können Sie das ein Beispiel geben? Was meinen Sie damit? Na, Sie stellen doch die Frage. Also müssen Sie doch jetzt ein Beispiel geben. Ich weiß doch gar nicht, was Sie von mir wollen. Also ich möchte gerne Ihre jetzige Konto mit mir aktivieren. Ihre Investitionskonto. Handelskonto. Und danach, Sie werden sofort, also Investitionen zu starten. Das ist so, wenn Sie heute mit mir Ihr Konto aktivieren, Sie werden sofort Trading starten und Sie können in 2 Wochen auf Pfizer und Tesla Firma in 2 Wochen ungefähr 700 Euro gewinnen. Es werde Ihr Profit und Ihr Gelegenheit. Mhm. Mhm.
Das ist so, ja? Ja, weiß ich nicht. Wie bitte? Ja, ich verstehe so richtig Ihren Anruf nicht. Also, ich bin Ihre Kontobetreuerin. Ja. Und ich möchte mit Ihnen Schritt für Schritt Ihr jetziges Konto aktivieren. Das ist es nicht aktiv, das Konto? Was meinen Sie damit? Haben Sie mich nicht verstanden? Nee. Weil als erstes Sie sollen Ihre Lautsprecher schließen und danach mir hören, ja? Wie? Was denn für ein Lautsprecher? Lautsprecher auf Ihr Handy, weil ich höre meine Stimme zurück. Ja, aber wir telefonieren doch gar nicht mit dem Handy. Es gibt Echo, es gibt Echo. Ein Echo Dot, ja, so einen habe ich. Oder was meinen Sie? Also, ich meine, es gibt ein Echo. Sie sollen... Ja, sowas habe ich hier. Wenn Sie Ihr Lautsprecher geöffnet hat, ja. Ich bitte Sie, können Sie diese Lautsprecher schließen? Ich verstehe das nicht. Wie meinen Sie das Lautsprecher schließen? Also, wissen Sie, was ist Lautsprecher? Ja. Also Speaker, Loudspeaker. Was ist damit? Ja? Okay, meine Frage ist, wir haben zwei Zahlungsmethoden und Sie sollen für diese Aktivierung, Kontoaktivierung, einen Mindestbetrag einzahlen. Normalerweise das ist 500 Euro, aber wir haben ein Angebot, das ist nur 250 Euro. Ja? Ist ja witzig. Für diese Kontoaktivierung, wir haben zwei Zahlungsmethoden, entweder mit Mastercard oder Visa Card. Wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Wie aktivieren? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Was verstehen Sie genau? Ja. Weiß ich nicht, Sie sind sehr verwirrend. Sie reden lauter wirres Zeug. Das verstehe ich so nicht, wie Sie das sagen. Also, ich habe alles erklärt. Naja, das liegt im Auge des Betrachters, ne? Einen Moment, bitte, einen Moment. Ja. Hören Sie mich jetzt? Ja, hören tue ich Sie die ganze Zeit. Okay. Was haben Sie nicht verstanden? Ja, irgendwie alles. Weil das ergibt irgendwie keinen Sinn, was Sie so sagen. Irgendwas. Wir sind online auf unserer Plattform. Ja. Soweit kann ich noch folgen. Benetics.com. Ja? Ja. Wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Entweder mit Visa Card oder Mastercard? Ich habe das jetzt mit dem Aktivieren nicht ganz verstanden. Wenn ich mich doch irgendwo anmelde, dann ist das doch ein aktives Konto, wenn ich eingeloggt bin. Sie haben neu registriert. Ja, und ja? Dann habe ich ja ein aktives Konto nach der Anmeldung. Dann bin ich ja drin. Und dann ist es ja aktiv, dann kann ich ja Dinge anklicken, dann ist es ja schon aktiv. Also, aktive Konto bedeutet, wenn Sie Ihr Konto mit 250 Euro aktivieren, Sie werden sofort Reden starten. Das bedeutet ein aktiviertes Konto. Ja. Und warum braucht man da Geld für? Wie? Na, aber wenn ich Geld aufladen kann, dann ist es ja vorher schon aktiv. Dann ist es ja die Aktivierungsgebühr oder so. Also, haben Sie eine Einzahlung gemacht vorher? Wo jetzt? Was wo jetzt? Ich probiere Ihnen etwas sagen, Herr Schwingitze. Ja, ich probiere etwas seriöses Dinge zu sagen. Als erstes, bitte, also schließen Sie Ihre Lautsprecher, okay? Ja, ich verstehe nicht, was Sie mit Lautsprecher schließen meinen. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Zumachen. Ja, auch zumachen, weiß ich nicht, was Sie damit meinen. Wie kann man denn einen Lautsprecher zumachen? Der hat doch gar keine Tür. Haben Sie kein Deutsch? Ja, doch, aber Sie ja scheinbar nicht, weil das, was Sie da so von sich geben, das versteht ja kein Mensch. Also, ich mache alles, erzählt und es gibt sehr schlechtes Echo im Hintergrund. Ja, da kann ich doch nichts dafür, wenn Ihre Telefonleitung da irgendwie nicht richtig funktioniert. Haben Sie nichts verstanden?
Na, nicht so richtig, weil sie, weiß ich nicht, was sie, also, weiß okay, ich nicht. Okay, okay, vielleicht Sie können, was haben Sie verstanden? Sie können das mir erzählen. Ja, bis jetzt nur wirres Zeug, also kein, nix mit Sinn. Verschwingete, wir machen Schwingtitte. Kein gutes... Nicht Schwingende, sondern Schwingtitte. Okay, Schwingtitte. Ja. Ja? Ja. Okay. Wir machen kein gesundliches Kommunikation, also gemacht. Auf dieser Grund, als erstes, ich möchte das wissen. Was haben Sie genau verstanden oder nicht verstanden? Ja. Ja, Sie können das mir erzählen. Ja, so richtig habe ich gar nichts verstanden, was Sie jetzt von mir möchten. Wie gesagt, für mich ergibt es das jetzt ja überhaupt gar keinen Sinn, dass Sie angerufen haben. Also Sie haben dieser Konto sich selbst registriert. Was macht keinen Sinn? Ja, das habe ich ja verstanden, ja. Aber der Rest ergibt keinen Sinn, was Sie da so sagen. Es ist alles irgendwie wirr. Ich probiere Ihnen behilflich sein. Ach so, ja. Ja. Aber hat ja noch nicht geklappt. Ich, Herr Schwingtitte, sind Sie seriös? Ja, und Sie? Ja, ich probiere meinen Job zu machen. Ja, probieren trifft's. Irgendwie scheint es nicht so ganz zu klappen. Sind Sie neu? Also Sie hilfen mir nicht. Sind Sie da neu? Nein. Nee, aber es wirkt so. Was? Es wirkt so. Als wären Sie da gerade neu. Nein, ich mache diesen Job etwa 3 Jahren. Und ich möchte das wissen. Was haben Sie genau verstanden? Ja, das hatten wir doch jetzt schon. Wir sind ein Online-Handelsplattform und Sie haben ein Handelskonto registriert und ich bin Ihre Kontobetreuerin und Sie sollen Ihre jetzige Konto aktivieren mit 250 Euro und danach Sie werden sofort reden starten, ja? Was fange ich an zu starten? Für eine Investition, ja? Investition, okay. Investition. Ja, Investition. Scheiße, Mann. Was? Hallo, schönen Tag, Herr Kackifein. Kackifein, ja. Lisa Wies am Apparat, ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Benefix.com, wie geht's Ihnen? Ja. Und? Herr Kackifein, ich habe gesehen, dass Sie auf unserer Plattform online sind und versuchen, Ihr Konto zu aktivieren. Daher rufe ich an eigentlich, um Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen und mit dem Handel zu beginnen, ne? Okay. Okay, also haben Sie schon einmal Erfahrung im Handelsplattform oder ist das erste Mal für Sie? Nee, habe ich noch keine Erfahrung mit. Mhm. Also, warum möchten Sie Geld anlegen? Das ist doch logisch, um Geld zu verdienen. Geld verdienen? Hm. Herr Kackefein, eigentlich, ich kann nicht verstehen. Sind Sie seriös oder nicht? Hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Sie rufen mich an. Ja, Sie sind meine Liste eigentlich. Deswegen rufe ich Sie jetzt an, wie gesagt habe. So. Mhm. Also, wir können jetzt Ihr Konto sofort aktivieren. Das dauert noch 5 Minuten, nicht so lange. Wenn Sie mit mir Ihr Konto aktivieren, werden Sie sofort von einem professionellen und persönlichen Senior Account Manager betreut werden. Danach Sie können mit Ihrem persönlichen Senior Account Manager einen Plan, Gewinnplanen machen. Danach Sie können weitermachen. Aha. Okay. Also wie würden Sie Ihre Einzahlung machen? Wie meinen Sie die Frage? Also mit Mastercard oder Visa-Card? Oder Überweisung. Wie möchten Sie Ihre Einzahlung machen? Ich weiß ja nicht mal richtig, was Sie für eine Firma sind. Benefix. Wenn Sie möchten, kann ich buchstabieren. Eigentlich, ja. Sie sind gerade online. Nö. Ich habe die Seite ja schon zu. Okay, Herr Kackefein. Aber wie gesagt habe, Sie sind meine Liste und ich bin Ihre Kontobetreuerin. Ich bin Ihre Liste.
Ja. Ach so. Wir sollen Ihr Konto aktivieren. Warum? Herr Kakefein, eigentlich, wie gesagt habe, ich kann nicht verstehen, sind Sie seriös oder nicht? Scheinbar sind Sie ja nicht seriös, so oft wie Sie das fragen. Also Sie haben mir gesagt, ja. Warum? Ja, nein. Sie rufen mich an, also was wollen Sie von mir? Sie rufen mich in meiner Privatsphäre an und fangen hier an, mich vollzuschwurbeln. Ich will gar nichts, Herr Kakefein. Ich bin Ihre Kontobetreuerin. Und ich würde Sie gerne behilflich sein. Ja, dann finde ich, sind Sie aber eine ziemlich schlechte Kontobetreuerin, weil so wie Sie mit den Kunden umgehen, ist ja nicht so nett. Nein, ich bin sehr nett eigentlich. Sie sind kein nett. Aha, ja, das ist eine super Interpretationssache, ja. Kann man ja so sehen, wie man will, dann finden Sie mich halt nicht nett. Herr Kakefein, ich versuche Kakefein. Jetzt meinen Job. Kakefein, ja? Kakefein. Kakefein. Fein. Fein. Ja. Kakefein. Ja. Okay, ich entschuldige mich. Und können Sie bitte nochmal diese Seite öffnen? Welche? Benefex.com. Kann ich machen, ja. Okay, super schön. Und was macht ihr da so genau auf der Seite? Was sehen Sie jetzt auf der Bildschirm? Na, es ist so eine komische farbige Seite, ja. Also, ich habe nicht gesehen. Sie sind nicht online. Ich bin jetzt auf der komisch farbigen Seite. Was soll ich mir da angucken? Okay, schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Passwort. Was machen Sie denn da eigentlich genau? Weil ich habe die Seite gar nicht verstanden. Okay, Sie können jetzt auf Deutsch machen. Sie können englische Flagge klicken. Danach, Sie können auf Deutsch machen. Ja, aber jetzt habe ich Sie ja dran, dann können Sie mir ja ein bisschen erklären, was Sie da so machen. Also, das ist Ihr Konto. Wir können jetzt Ihr Konto kennen. Danach, Sie können ganz einfach Einzahlung machen. Danach, ich werde Ihr Konto sofort aktivieren. Sie können sofort Trades anfangen. Na, verstehe ich nicht. Na, wenn ich jetzt ein Konto schon bei Ihnen habe, dann ist doch das schon aktiv, oder nicht? Nein, nicht aktiv. Deswegen rufe ich Sie jetzt an. Ach so. Und warum ist es nicht aktiv? Also Sie haben nur mit Ihrem E-Mail-Adresse und Handynummer ein Handelskonto registriert. Ohne meine Erlaubnis können Sie Ihr Konto nicht aktivieren. Deswegen bin ich hier, das ist mein Job. Ach so, seit wann braucht man denn dafür eine Erlaubnis? Ja. Das war eine Frage, die man nicht mit Ja beantworten kann. Wie gesagt habe, ohne meine Erlaubnis können Sie Ihr Konto nicht aktivieren. Und die Frage war, warum? Also ich bin Ihre Kontobetreuerin und das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich hier. Ja, und was macht man da jetzt so genau da bei Ihnen in der Firma? Das habe ich auch noch nicht so verstanden. Okay, diese Plattform ist Online-Trading-Plattform, Online-Handelsplattform. Sie können etwas verkaufen oder kaufen. Wenn Sie online sind, können Sie bitte mir Bescheid geben. Ich werde jetzt alles anzeigen. Also ist die Seite so wie eBay? Nein, Benefix. Benefix.com. Ja, aber wenn man da was kaufen und verkaufen kann, dann funktioniert doch das wie eBay, das kann, oder nicht? Das kann zum Beispiel Bitcoin sein, Pfizer, Öl oder Gold oder Silber oder Ethereum. Was ist ein Pfizer? Tesla. Pfizer, haben Sie nicht gehört? Nee, was ist denn das? Okay, also Pfizer gab bekannt eigentlich. Sie haben nicht gehört, das wäre interessant, aber Pfizer gab bekannt, dass das Medikament Paxlovid, also das als Tablette eingenommen werden kann. Und laut neuen Studiendaten, das Risiko von schweren Erkrankungen und Tod bei Hochrisikopatienten um 90% reduziert. Also was kann man also in dieser Situation? Die USA haben 5,3 Milliarden für Pfizer bezahlt und 10 Millionen Medikamente gekauft. Also was bedeutet das? Wenn die USA das Medikament herstellen, bedeutet das, dass es in Zukunft nicht mehr nach Europa verkauft wird. Also ist das eine Drogenfirma oder wie? Herr Kakefein, eigentlich, ich höre meine Stimme. Was ist das? Was meinen Sie? Ich
Ich höre meine Stimme. Eine Sekunde. Ich höre meine eigene Stimme. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist Ihr Telefon irgendwie kaputt. Haben Sie ein Recording? Was ist denn das? Also können Sie keine auf Englisch, ne? Was? Eine Sekunde. Sie können nicht Englisch. Nö. Aufzeichnung. Nö. Was ist also das? Also haben Sie Aufzeichnung. Nö. Wie geht das? Soll ich da irgendwie was machen oder wie muss ich da was installieren? Wie gesagt habe, ich höre meine eigene Stimme, deswegen frage ich. Aber ich verstehe den Zusammenhang nicht, was hat denn das damit zu tun? Herr Kakefee, können Sie bitte Ihr Konto sofort aktivieren, danach ich beende jetzt dieses Gespräch. Wie meinen Sie das jetzt? Also haben Sie Ihr Konto einzusteigen oder noch nicht? Na, das wollte ich ja jetzt machen. Also haben Sie ja gesagt, dass ich das will. Eine Sekunde, ich werde jetzt eine E-Mail senden. Was steht da drin? Eine Sekunde. Sie klingen so gestresst. Macht Ihnen der Job keinen Spaß? Hallo? Ich bin hier. Ja. Sie klingen so gestresst. Macht Ihnen da die Arbeit keinen Spaß? Nein. Oh. Warum nicht? Herr Kackefein, ich habe eine E-Mail geschickt. Haben Sie erhalten oder noch nicht? Ach so, warten Sie, da muss ich mal gucken. Was steht denn da drin in der E-Mail? Ja. Was steht denn da drin? Der Titel ist 250 Euro von Lisa. Das steht da in der E-Mail drin, meinen Sie? Mhm. Ja, dann gehe ich mal gucken. E-Mail. Moment, dann muss ich mal an den Computer gehen. Okay. Ihre E-Mail-Adresse ist... falsch oder... Was? Können Sie bitte kontrollieren, danach können Sie bitte mir Bescheid geben. Was meinen Sie denn? Wenn Sie meine E-Mail erhalten, können Sie bitte mir Bescheid geben. Ach so, ja. Das ist kein Problem. Haben Sie erhalten oder noch nicht? Der Computer fährt gerade hoch. Ich musste den mal neu starten, der ist eingefroren. Was haben Sie gemacht? Na, den Computer gerade gestartet. Okay. Fährt noch hoch. Macht gerade so ein Windows-Update. Und welche Kreditkarte haben Sie? Mastercard oder Visa-Card? Nehmen Sie bitte Ihre Kreditkarte an. Eine Kreditkarte? Da habe ich so eine JBC. JBC? JBC. Okay, das ist Kreditkarte, oder? Ja. Okay. Wo sind Sie gerade? In Deutschland, oder? Ja. Okay. Herr Kakefein, ich habe viele Termine und Kunden. Können Sie bitte schneller machen? Ja. Ich mache so schnell, wie der Computer macht. Okay.
Hallo, guten Tag. Ja? Guten Tag. Ich rufe aus Media Connect, also von Spinix Volksplattform. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Also wir haben heute Termin um 16 Uhr mit Ihnen. Wir haben heute Morgen gesprochen. Ach ja. Also ich wollte Ihnen gerne helfen, um Ihre Kontakte, wenn Sie Zeit haben. Ja, ich habe gerade Zeit. Also, jetzt, ich möchte Ihnen ganz kurz Informationen geben. Ah ja, toll. Also, ja. Ja. Also, können Sie die Lautsprecher aufmachen, bitte? Nee. Warum? Weil die Taste ist kaputt. Kaputt? Ja, die Taste geht nicht mehr. Die also, ist ausgebrochen. Ich höre meinen aus. Was denn? Ein bisschen aufmachen, bitte. Wie soll denn das gehen? Also, jetzt Sie haben angemeldet auf unsere Plattform, ist richtig? Haben Sie Erfahrung über diese Plattform? Nee, die Plattform, die sagt mir nichts. Vorher irgendwo getradet, investiert? Nee. Nee. Also, ist es kein großes Problem, dass Sie keine Erfahrungen haben, weil Sie nach der Kontoaktivierung einen Kontoberater anrufen wird, ja? Ja. Und er wird Ihnen erklären, wie das ganze System funktioniert und wird Sie unterstützen. Ja, das ist ja ein Tipp. Also, wie bitte? Ich sagte, das ist entzückend. Ich höre Sie ganz schlecht. Ja? Warum? Bitte, die Lautsprecher aufmachen, bitte. Na, da habe ich doch gesagt, die Taste ist abgebrochen. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Ja, natürlich. Mhm. Aber ich höre meine Stimme, also das ist sehr schlecht, also ich kann nicht ganz gut sprechen. Ja, vielleicht ist auch Ihr Telefon kaputt. Oder ganz kurz, also ein bisschen aufmachen. Können Sie das machen? Da habe ich Ihnen noch erklärt, das geht nicht. Da ist die Taste abgebrochen. Das geht nicht. Nee, da ist die Taste kaputt. Okay, dann probieren wir, ja. Also, wenn Sie keine Zeit haben, wir haben auch MT4 Programme, also Sie können automatisch sprechen, automatisch spielen, ja, oder manuell. Was meinen Sie denn mit spielen? Ich dachte, da geht's um Geld. Wieso soll man da jetzt spielen? Mhm. Ja, also, wenn Sie möchten, unsere Kundenbetreuer werden Sie anrufen, ja? Also, das ist noch besser, weil wir haben keine Erfahrung, aber wenn Sie möchten, also Sie können natürlich selber spielen, traden, also mit manuellem System oder mit, also automatisch spielen, können Sie das auch machen, wenn Sie keine Zeit haben zum Beispiel. Aber wenn Sie mit unseren Kundenbetreuer sprechen und traden, das ist noch besser für Sie, weil also Sie sind nicht allein, Sie werden Sie über Forex und aktuelle Aktien und Neuigkeiten informieren. Ja, außerdem, wie das System funktioniert, und Sie Ihnen alles besser darüber erzählen. Also das ist sehr wichtig. Wenn Sie auf die Börse, den Markt und den Accountmanager hören, ist Ihre Gewinnpotenzial immer höher. Und also es gibt viele Betrügerfirmen, Sie müssen vorsichtig sein. Also das ist so auf unserer Plattform. Sie können nur Mindestbetrag mit 250 Euro können Sie Ihre Konto starten und dann Sie können sofort anfangen zum Traden. Zum Beispiel Sie können auch probieren, also mit Demo-Konto oder also Sie können mit echte also Konto auftreten, weitertreten. Aber wenn Sie möchten, mit Demo-Konto auch können Sie traden. Und wenn Sie Gewinn haben, also Sie können sofort Ihre Geld auszahlen, ja? Und wenn gefällt Ihnen, Sie können noch weiter traden. Das ist Ihre Entscheidung, wie Sie möchten. Sie können also mehr Geld auch investieren. Also, das ist Ihre Entscheidung. Aber für Kontoaktivierung, also ich muss Ihnen helfen. Also wir können jetzt Ihre Konto starten. Herr Kacki-Fein, ist richtig? Ja, Herr Kacki-Fein, ist richtig. Aber ich hab da mal noch eine Frage. Weil Sie haben gesagt, man spielt ja mit dem Geld. Aber meine Mutti hat immer gesagt, mit Geld spielt man nicht. Also, Herr Kacki,
Einen Moment bitte, Kackifein. Ja, Herr Kackifein. Ja, Kackifein. Also, müssen Sie Ihre Konto aktivieren? Das wollte ich Ihnen fragen. Also mit 250 Euro. Also aktivieren, ja. Aber was kann man da noch so alles machen? Geht doch ein bisschen mehr, weil es wirkt zu wenig. Aber ich habe Ihnen erklärt, also das ist so, mit 250 Euro können Sie Ihre Konto starten und dann, also wir sind Aktivierungsabteilung. Ich kann Ihnen nur helfen, also um Ihr Konto aktivieren, ja? Und dann, unsere Kundenbetreuer werden Sie anrufen und dann Sie können alles, also mit die Kundenbetreuer besprechen und reden, weiter investieren und die erklären über diese Plattform und die Börse und Forex, also und aktuelle Aktien natürlich und Neuigkeiten informieren. Also Sie können alles nochmal fragen und also ich kann Ihnen ganz kurz ein Beispiel geben. Das ist sehr wichtig. Vielleicht Sie wissen das auch. Also das Unternehmen berichtet dreimal im Jahr über seine Gewinne. Ja, es stieg von 1 Einheit auf 90 Einheiten, nachdem Netflix im vergangenen Jahr Gewinne und Verluste Tabellen bekannt geben. Also mit anderen Worten, Kunden, die Netflix kaufen, also sahen einen Gewinn von 90%. Das ist ein sehr großer Unterschied, Sie wissen auch vielleicht. Also jetzt werden einige Unternehmen ihre Gewinn- und Verlusttabellen bekannt geben, wie Tesla oder Pfizer, Ethereum, Nasdaq, Deutschland. Also es wird populärer, wenn sie bekannt geben, wie viel Gewinn sie gemacht haben und ihre Preise steigen, also wenn sie popular sind. Das ist nur ein Beispiel, aber wie ich gesagt habe, das ist Ihre Entscheidung, also mit welchen Währung oder zum Beispiel Tesla ist jetzt die berühmteste Reden, also Aktien, sagen wir, oder? Also, das ist so. Das können Sie später auch den Kundenbetreuer fragen. Sie können also zusammen entscheiden, ja, wie Sie möchten, wie Sie also weiter investieren. Mit welchen Währungen denn, also möchten Sie traden, investieren. Okay? Ja, und wie viel Geld kann man da verdienen? Also wenn Sie gewinnt, also wenn Sie Geld gewinnt haben, also das ist, das kommt über also Ihre Konto und Sie können ganz einfach mit Ihrer Anmeldename und Passwort reingehen und dann, also Sie können Ihre Geld zurück auszahlen. Und wie viel Geld ist das denn? Sie haben schon ein Konto, ja? Nur mit Ihrer Anmeldename und also Benutzername und Passwort reingehen und dann auszahlen. Ja, und wie viel Geld ist das dann? Also normalerweise, Sie können auch selber starten, aber wir möchten Ihnen helfen, also für Kontoaktivierung und weiter für Informationen. Deswegen, also wir sind Callcenter, deswegen, also wir helfen unsere Kunden. Das können Sie auch selber machen. Und wie viel Geld kriegt man denn da raus? Jetzt. Wie bitte? Und wie viel Geld kriegt man denn da wieder raus? Das zum Beispiel, mit welcher Karte haben Sie eingezahlt haben, das kommt wieder zurück über diese Karte, ja? Ganz einfach auszahlen, können Sie auszahlen. Ja, aber wie viel Geld kriegt man denn da raus? Also auf Ihre Konto. Ja. Ja, können Sie, wie ich gesagt habe, mit Benutzername und Passwort reingehen und dann auszahlen. Das war's. Ja, wie viel? Wissen Sie Ihre Benutzername und Passwort? Haben Sie schon mal probiert? Ja, aber warum antworten Sie auf meine Frage nicht, die ich Ihnen jetzt 7-mal gestellt habe? Ja. Ja? Ja, ich habe doch die Frage jetzt schon 7-mal gestellt. Aber Sie antworten ja mal was anderes und nicht auf meine Frage. Sie haben schon nicht eingezahlt, Herr Kackifein. Ja, aber die Frage war, wie viel man da verdienen kann. Wie viel Geld kommt denn da raus nachher? Also, wenn Sie jetzt eingezahlt haben, ja, Ihre Konto aktiviert haben, und dann, wenn Sie müssen Ihre Geld auszahlen, das kommt wieder zurück auf Ihre Karte. Also, nur Sie können mit Benutzernamen und Passwort anmelden, und dann
können Sie auszahlen. Sie antworten nicht auf meine Frage. Ich habe gefragt, wie viel. Also, was müssen Sie jetzt? Zum 9. Mal. Wie viel Geld kann ich dann auszahlen? Mit 250, aber ich habe schon gesagt, Herr Kakifein. Nein, Sie haben nicht gesagt, mit 250. Verstehen Sie irgendwie kein Deutsch? Ich habe gefragt, wie viel Geld ich auszahlen kann. Mit 250 Euro können Sie Ihre Konto starten, ja? Ja, und wie viel kann ich auszahlen? Und natürlich 250 Euro können Sie auszahlen. Ja, ich meine aber nach dem Gewinn. Das wird... Wie viel ist denn das denn? Ja, nach dem Gewinn. Nein, nein. Also mit 250 Euro können Sie starten, ja, das ist so. Und dann zum Beispiel, wenn Sie 500 Euro gewinnt haben, ja, dann können Sie diese Geld auszahlen. Das ist Ihre Geld. Ja, aber die Frage war, nicht wie viel Geld habe ich dann nach einem Monat raus? Mhm. Aber Herr Kökifein, wir sind Aktivierungsabteilung, ja? Also Sie können mit unserer Kundenbetreuer diese alle, also weitere Informationen alles zusammen sprechen. Können Sie alles nochmal fragen. Also ich kann Ihnen helfen, nur Ihre Konto aktivieren, Herr Kakifein. Ja, also muss ich erst was einzahlen, also und weiß gar nicht, wie viel ich da rausholen kann. Und ganz kurz Informationen also auf unsere Plattform geben, ja? Das, also für Investitionsplattform, also für Investieren, Traden, weitere Informationen, also unsere Kundenbetreuer können sie Ihnen also geben, helfen, ja. Aber mein Arbeit ist also Kontoaktivierung. Verstehen Sie mich, Herr Kakifein? Nee, weil ich will doch vorher wissen, wie viel ich auszahlen kann. Also zum Beispiel, 250 Euro haben Sie eingezahlt, ja? Ja, und wie viel kann ich denn nach einem Monat abheben? Das war wahrscheinlich, also, Probezeit, ja, für zwei Monate, oder muss ich fragen, also ganz kurz, Moment bitte. Also, die weitere Information normalerweise und unsere Kundenbetreuer gehen, also, die wissen noch besser, ja. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte, ich warte auf. Ganz kurz, Moment, also jetzt, also Sie möchten wissen, wie viel Geld Sie monatlich abheben können, ja, auszahlen. Ja, wegen dem Gewinn, also wie viel Gewinn ich da mache. Ja, also natürlich, es gibt Unterbrechungen, aber wie ich gesagt habe, das weiß ich nicht ganz besser. Also mein Abteil, also ich bin Aktivierungsabteilung, deswegen normalerweise Sie können Ihre Geld auszahlen, aber die Unterbrechung. Einen Moment. Warte auch. Noch ganz kurz auch. Moment bitte. Sind Sie da, Herr Kakifein? Ja, ich bin noch am Apparat. Okay, okay. Ganz kurz, Moment auch. Also, ich rede jetzt. Normalerweise natürlich, es gibt immer Unterbrechungen auftreten, also für Investitionsplattformen, ja. Das wissen Sie schon wahrscheinlich, ja, aber das weiß ich nicht ganz genau, also weil, wie ich gesagt habe, wir sind Aktivierungsabteilung. Also, einen Moment. Haben Sie vorher schon mit unserer Kollegin gesprochen? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Haben Sie keine Antwort bekommen? Was meinen Sie? Keine? Was meinen Sie? Als, wie bitte? Was meinen Sie denn? Nicht gesprochen, ja, vorher. Ich hätte nicht wüsste. Sind Sie, ist Ihre Konto neu oder? Einen Moment. Ich sehe jetzt,
Heute haben Sie schon registriert. Was meinen Sie? Nein, ich meine, vorher haben Sie schon gesprochen, also mit unserer Kollegin. Haben Sie keine Antwort bekommen von uns? Nee, sonst hätte ich ja die Fragen nicht. Hm? Okay, dann wie haben Sie uns erreicht? Sie haben mich doch Wie haben Sie registriert? Also mit einer Werbung oder? Und das weiß ich jetzt nicht mehr. Sie haben die CFD-Benefit mit dieser Werbung haben Sie schon registriert, oder? Wie meinen Sie das? Herr Kakifein, ich verstehe Sie nicht. Also, wenn Sie möchten nicht investieren, ich kann Ihnen nicht helfen, ja? Also, wir sind Aktivierungsabteilung. Wir haben viele Kunden und ich habe viele Arbeit jetzt. Wenn Sie möchten, reden, investieren, ich kann Ihnen helfen, ja? Also, aber wenn Sie möchten nicht, dann machen wir nichts, Herr Kakifein. Ja, ich weiß ja nicht, was Sie von mir möchten. Mhm. Wie haben Sie uns erreicht? Also mit einer Werbung oder mit was? Das weiß ich nicht, Sie rufen doch mich an. Gibt es, wie bitte? Ich sagte, das weiß ich doch nicht, Sie rufen mich an. Nein, normalerweise, also unsere Kunden, wahrscheinlich, sie haben auf diese Werbung geklickt, ja, und es dann automatisch ein Konto erstellt oder ein E-Mail, oder sie haben selber registriert, also das können sie auch machen. Aber erinnern Sie, also haben Sie mit einer Werbung uns erreicht. Also mit einer Werbung haben Sie schon registriert oder nicht? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Wissen Sie nicht? Nee. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin ja scheinbar auf Ihrer Webseite angemeldet. Also wir arbeiten mit dieser Werbung, ja? Also Sie können auf diese Werbung auch, können Sie auf unsere Plattform registrieren. Aber wenn Sie wissen nicht oder wenn Sie möchten nicht investieren, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid, Herr Kakifein, ja? Also, ich muss weiterarbeiten, Herr Kakifein. Also, Sie müssen gar nicht. Also, wenn Sie haben noch Fragen, also Sie können später also mit unserer Supportabteilung auch sprechen, ja? Sie können alles nochmal fragen, ja? Das verstehe ich aber nicht und Ihres Anrufs, finde ich. Sie können mit unserer Supportabteilung sprechen. Ach, du bist eine scheiß Betrügerin und du bist einfach zu doof zu merken, dass man dich am Telefon verarscht. Betrüger. Sie sind Betrüger, ja? Nein, du bist Betrüger. Du betrügst die Leute, das ist... Hallo, schönen guten Tag. Thomas Kowalski am Apparat von Bitcoin System. Ich melde mich wegen Ihrem Kryptowährungshandelskonto. Ich bin dabei, Ihnen weiter zu helfen, das Konto zu aktivieren. Ja, und? Hallo? Ja. Okay. Habt ihr Kryptowährungserfahrung? Nö. Erfahrung? Handeln, ja. Mit was habt ihr Erfahrungen? Wie ist die Frage gemeint? Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Habt ihr Erfahrungen mit Handeln? Ja. Mit was habt ihr Erfahrungen? Wie mit was? Soll ich jetzt die Produkte alle aufzählen oder wie? Mit Forex, Wertpapiere... Nee. Ja, hat ihr bei uns eine Anmeldung gemacht für Kryptowährung. Und ich bin dabei, Ihnen weiterzuhelfen, das Konto zu aktivieren. Aha, wo haben Sie denn Ihre Grammatik her? Die ist ja furchtbar. Hallo, hört ihr mich? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ja. Herr Sebastian. Ja, und weiter? Ja. Herr Sebastian ist ja falsch. Ja, heißt nicht Sebastian, oder? Ja, das ist ein Vorname, aber das ist ja kein Nachname. Okay,
Bitte? Man spricht ja die Leute nicht mit dem Vornamen an. Sebastian Kack... Was? Kackifein. Ja, Kackifein, richtig. Das okay. Heißt dann für Sie demzufolge Herr Kackifein. Ja, unsere deutschen Kollegen sind krank heute, die haben Corona. Ich bin für Englisch. Englisch. Ich bin ein Amerikaner, deswegen habe ich ein bisschen Grammatikprobleme. Versteht ihr? Nicht so richtig, weil dann ruft man ja nicht an, oder? Für mich ist leichter auf Englisch, wenn ihr möchtet. Nö. Okay. Wenn ihr möchtet, ich werde euch, wir haben ein freies Kollege, er ist ein Deutscher. Okay. Ich dachte, die sind gerade alle krank. Ja, die haben alle Corona. Versteht ihr? Aha. Also Schnupfen. Okay, habt ihr Interesse an ein Kryptowährung-Handelskonto oder nicht? Eine Kryptowährung nicht, nee. Nee. Und wer hat da eine Anmeldung gemacht? Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht mal wo. Wie heißt die Seite? Bitcoin-System. Aha. Ist ja verrückt. Was ist verrückt? Naja, die Anmeldung. Okay, was ist das verrückt daran? Die Anmeldung selbst. Die Anmeldung selbst? Wieso ist das verrückt? Ja, klingt verrückt, ja. Spannend. Ja, nu? Ja, ich höre euch. Sprechen Sie. Ja, was soll ich denn sagen? Was ist verrückt daran? Möchtet ihr ein Konto öffnen, oder? Was habe ich davon? Hallo? Kuckuck. Bleiben Sie auf der Leitung. Ja. Eine Sekunde. Hallo? Ja? Guten Tag. Hallo? Ja, wer ist denn da jetzt? Jetzt ist Dennis Schmidt am Apparat. Spricht mich hier Sebastian? Nee. Mit wem spreche ich? Mit Herr Kackifein. Mit wem? Herr Kackifein. Kackifein? Ja. Achso, okay. Und der Vorname ist Sebastian, oder nicht? Ja, aber damit haben Sie mich ja nicht anzusprechen. Achso, okay. Dann weiß ich so Bescheid und ich beschuldige mich für Ihre Störung. Jetzt gibt es etwas im Hintergrund. Was? Es gibt es etwas im Hintergrund. Was ist bei denn? Ihnen. Bei mir im Hintergrund, da ist nichts. Ja. Was das ist denn? Das höre ich meine Stimme. Weiß ich nicht, vielleicht ist das Telefon da bei euch kaputt. Kann sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Ja, Sie nicht, Sie Betrüger. Ja, okay, ist egal. Ja. Danke, wiederhören. Aber ihr habt ja da eh alle Corona, hat ja der Typ gerade erzählt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Dennis. Ja. Ja, guten Abend, Herr Chef. Markus Cäsar ist mal parat. Wie geht es Ihnen heute, Herr? Geht gut? Ja, entzückend. Und Sie bitte? Entzückend. Es geht um Ihr Konto, das Sie bei uns haben. Erinnern Sie sich noch? Nö. Um Kryptowährung. Wie heißt denn die Firma? Bitpanda, Sie haben ein Konto eröffnet. Sie wissen das schon. Weiß ich nicht, wann denn? Ja. Wann denn? Ja. Na, man kann nicht die Frage nicht mit Ja beantworten. Die Frage war, wann? Sie haben das für 2 Wochen, einen Monat gemacht. Aha. Okay, ja gut, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht haben Sie das vergessen. Ja, das kann sein. Ja, natürlich. Sind Sie zu Hause? Mhm. Oh, wir haben Computer für sich? Nee. Verstehe ich. Und Ihr Handelskonto, öffnen Sie auf Ihrem Computer oder auf Ihr Smartphone? Ja, weiß ich nicht. Muss ich das öffnen, ja? Was ist denn damit? Ja, was ist denn damit? Ja, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, ich spreche doch laut. Ja, okay, wunderbar. Ja. Es geht um Ihre Konto, das Sie bei uns haben. An Bitcoin, Kryptowährung. Ja, was ist damit? Wir haben ein neues System für Sie implementiert. Der genannte Rung am globalen Mann. Ich weiß nicht, haben Sie gehört oder nicht? Ja. Weil ab heute
die Finanzabteilung hat ein paar neue Regeln implementiert, damit wir auch mit Projekt einsteigen. Warum rufen Sie mich da an? Haben Sie Ihren Computer oder sind Sie zu Hause, richtig? Ja, das hatten wir doch schon, die Frage. Okay, können Sie Ihren Computer anschalten? Ja, kann ich machen. Okay, langsam, nehmen Sie jetzt Zeit. Und was machen wir dann da? Zeige Schienen. Okay. Dafür bleiben Sie immer ruhig. Und sonst alles gut bei Ihnen, die Gesundheit so weiter? Nö. Wie? Ich hab Schnupfen. Verstehe. Der ist schon angeschaltet? Ja, gleich. Mhm. Ich bin am Warten. Jetzt muss mein Desktop noch laden. Wie bitte? Ich sage, jetzt muss der Desktop noch laden. Mhm. Und der NANYDESK Programm, haben Sie auf Ihrem Computer installiert oder noch nicht? Was für ein Ding? Der NANYDESK. Was ist denn das? Ist mit roter Farbe. Keine Ahnung, ob das da drauf ist. Und ich wollte Ihnen fragen, ist das erste Mal für Sie oder haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Das waren zu viele Fragen auf einmal. Mhm. So, muss ich Internet auch anmachen? Ja, natürlich. Hallo? Ja? Was ist denn los? Ja, ich hab mein Internet angemacht. Was? Ja, jetzt in Ordnung, ja. Ja, ich habe Internet gestartet. Ja, okay, schön. Und den NANYDESK haben Sie auf Ihrem Computer oder noch nicht? Weiß ich ja nicht, was das ist. Okay. Machen wir so, gehen Sie bei Google Chrome. Ist schon angeschaltet? Google Chrome? Nee, sowas kann der Rechner nicht. Was soll ich denn machen? Okay, gehen Sie bei Google Chrome. Ja, habe ich doch nicht. Sowas kann der Rechner nicht. Haben Sie nicht. Oder Firefox, Mozilla. Nee, sowas hat der alles nicht, der Rechner. Das läuft da gar nicht drauf. Was läuft das gar nicht drauf? Ja, so moderner Kram, das geht da gar nicht. Was für ein Computer ist das? Windows oder Mac? Das ist ein Windows 95, ja. Den habe ich erst ganz frisch aufgesetzt. Gehen Sie bei Internetseite. Also soll ich den IE aufmachen? Was? Den IE. Was ist das IE? Na, da wo ich ins Internet gehe, da steht IE. IE? Ja. Aber haben Sie WLAN auf Ihrem Computer? Was habe ich für den Computer? WLAN, haben Sie Internet? Na, habe ich doch gerade gestartet, ja. Internet habe ich, aber WLAN kann der nicht, nee, dafür ist der zu alt. Haben Sie kein WLAN? Nee, WLAN habe ich nicht. Aber wie können wir das machen, wenn Sie keine WLAN für Computer? Na, der steckt mit Kabel dran. Da habe ich so ein schönes Koaxialkabel noch dran. Aber schauen Sie die Kabel. Ist in Ordnung? Ja, die Kabel sind in Ordnung, ja. Die sind schon 35 Jahre alt und die laufen. Hallo. Ja, guten Tag, Herr Sebastian. Hören Sie mich? Warum sprechen Sie mich mit meinem Vornamen an? Bitte? Warum Sie mich mit meinem Vornamen ansprechen? Also ein bisschen freundlicher müsste man auch sein. Ich rufe Sie an von Ethereum Code.
Das sehe ich auch so, dass Sie ein bisschen freundlicher sein könnten. Es ist unhöflich, jemanden mit einem Vornamen anzusprechen, wenn man die Person nicht kennt. Entschuldige, Herr Kackefein, oder? Ja. Entschuldige, ich entschuldige mich, ja. Ich werde Sie nicht mehr mit dem Vornamen antworten, ja. So, Sie haben eine Anmeldung bei Ethereum Code gemacht, richtig? Ja, kann sein, so hieß, glaube ich, die Seite, ja. Ja, Sie haben das am 25.01. gemacht, Ethereum Code. Es geht um Online-Handel, ne? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was gemacht haben mit Aktien oder Rohstoffen oder so, oder Kryptowährungen, oder ist das die erste Mal für Sie? Nee, das ist die erste Mal für Sie. Nee, für Sie? Ja. Ja. Und waren Sie interessiert, Geld zu verdienen, oder wie sieht es aus? Wieso höre ich meine Stimme zweimal im Hintergrund? Auf welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Welche Sie möchten. Ach so, ja, aber das mit der Stimme weiß ich nicht und die andere Frage habe ich vergessen. Wieso, Sie waren interessiert, mit dem Online-Trading, Online-Handeln etwas zu machen, oder? Ja, kann sein. Kann sein, ja. Sagt Ihnen was, Ethereum Code? Nö. Was ist das? Sagt Ihnen nicht. Wir haben mir gerade auch eine E-Mail geschrieben. Hallo, ne? Ach so, ja, da hat einer geschrieben, ja, da habe ich dann mal geantwortet. Genau, der Ralf Werther ist der von Finanzabteilung, ja. Wir haben versucht, Sie anzurufen, damit wir das Konto aktivieren können, ja, und weiter mit dem anderen machen können, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie das machen möchten oder nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Was habe ich denn davon? Also es geht um monatliche Geld zu verdienen, ja, durch Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien. Müssen das Konto aufladen mit einem Betrag, ja, damit der Finanzexperte damit arbeiten kann. Sie können aber auch das Konto automatisch stellen. Wo ist denn da der Unterschied? Der Unterschied zwischen einem Broker und automatisch, es gibt, also, wenn man selber tradet, kann man viel mehr verdienen. Wenn Sie mit dem Autotrading das machen, könnte etwas weniger sein. Ja, und wie viel Geld kann ich da so verdienen? Kommt drauf an, was für eine Summe Sie das Konto aufladen werden. Also ich nehme mal ein Beispiel an, das wäre zum Beispiel 250 Euro, wenn Sie 250 Euro das Konto aufladen, normalerweise wurde das Geld in einem Monat auch verdoppelt. Also circa 8 bis 12 Euro am Tag. Ja, und dann ist verdoppelt. Bitte? 8 bis 12 Euro am Tag macht man da Gewinn. Ja. Das ist ja nix. Ist ja nix. Nö, das ist ja voll wenig. Voll wenig? Hm. Okay, können Sie mir bitte ein Unternehmen oder irgendwas, wo ich die 250 Euro investieren kann und viel mehr bekomme? Ja, weiß ich nicht, kenne ich mich ja nicht mit aus, aber ich sage ja nur, dass das wenig ist. Wieso sagen Sie, das ist wenig? Ja, ich finde das wenig. Wo verdienen Sie mehr? Wenn ich ganz normal arbeiten gehe, dann verdiene ich mehr. Nee, ich meine, wenn Sie 250 Euro investieren, nicht arbeiten. Weil arbeiten tut ja der Experte, ja. Okay. Und handelt damit. Ja. Wo verdient man mehr? Finden Sie eine an? Weiß ich ja nicht, aber ich sage ja nur, dass ich 8 bis 12 Euro ist ja ein bisschen wenig. Ist wenig, aber Sie verdienen nirgendwo mehr, weil Sie machen ja nicht. Ja, wie gesagt, wenn ich ganz normal arbeiten gehe, verdiene ich ja mehr. Und wenn Sie nichts machen, verdienen Sie etwas? Ja, kommt drauf an, ob man geerbt hat oder ob man schon irgendwo Geld liegen hat. Ja, wenn Sie nichts machen, verdienen Sie oder verdienen Sie nicht? Das war eine von den Antworten. Ja, das muss man ja näher definieren. Das kommt halt immer darauf an, ob man schon irgendwo eine Anlage laufen hat. Dann kann es ja auch sein, dass man durch nichts tun Geld verdient. Ich nehme dieses Beispiel nicht an, ob Sie Anlage haben oder nicht haben. Ich sage, von nichts kommt auch nichts. Ja. So. Möchten Sie das ausprobieren? Wie das funktioniert mit 250 Euro. Ja, aber dann müssen wir ja dann noch irgendwie ein bisschen optimieren. Optimieren können Sie immer wieder. Ja, dann wie kann man denn da mehr verdienen? Machen wir einen Plan,
finanziellen Plan mit Kryptowährungen, mit Bitcoin. Kaufen Sie eine Pakete, dass Sie nicht wie bei den Aktien funktionieren, wo Sie 10% im Jahr verdienen. Hier verdienen Sie viel mehr. Also hier verdienen Sie bis zu 45% im Jahr. Ne? Fangen Sie an mit 10.000 Euro und danach öffnen Sie ein VIP-Konto und da können Sie viel, viel mehr verdienen. Ja, aber dann haut ja die Rechnung nicht ganz hin. Sie haben ja gerade gesagt verdoppeln und jetzt reden Sie gerade von 45% im Jahr. Das ist ja weniger. Wenn Sie 10.000 Euro investieren, ja? 10.000 Euro, okay? Ja. Rechnen Sie selber, wie viel ist 45% im Jahr? Ja. Wie viel ist das? Weiß ich nicht, ich kann nicht rechnen, bin ich zu blöd für. Können Sie nicht rechnen. Schule haben Sie schon gemacht? Nee, die habe ich abgebrochen. Haben Sie abgebrochen? Ja. Ausbildung gemacht? Nee. Oder so? Mm-mm. Was machen Sie denn beruflich? Ich gehe auf den Strich. Sie gehen auf den Strich? Ja. Und was macht man da? Wir ficken. Ticken? Ja. Oh, das ist ja super. Wo tickst du denn? Was? Wo tickst du denn? Nee, ticken nicht. Wo denn? Ja, wie wo? Die Frage gibt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn? Ja. Meinen Sie? Ich glaube, Sie schlafen so zu Hause. Das können Sie tun. Was? Ich habe Sie nicht verstanden akustisch. Schau mal, Sebastian, du kannst mir einen runterholen. Nee, ja, das heißt nicht Sebastian. Wer Sebastian, hör mir zu, du Hurensohn. Haben Sie irgendwie eine Macke irgendwie so? So verarschen oder so? Du Sie sind aber unfreundlich. Was bist du für ein Mensch? Ja, warum sind, was sind Sie denn eigentlich für ein Mensch? Sie rufen bei mir an und beleidigen mich. Stimmt irgendwas bei Ihnen nicht? Versuchst du mich zu verarschen? Was denkst du, dass wir sind? Ja, haben Sie irgendwie einen Lattenschuss, die Leute am Telefon zu beleidigen? Du hast einen Lattenschuss, Alter. Ich denke mal, dass Sie ein Betrüger sind. Ja, was für ein Betrüger sind wir denn? Was für ein Betrüger? Ja, nur Betrüger beleidigen am Telefon. Solche dumme Leute wie du nicht, du Idiot. Ja, schon mal in den Spiegel geguckt? Verarschen kannst. Denkst du das wirklich? Nimmst du da auf, oder was? Ich denke auf jeden Fall, dass bei dir ganz viel an Intelligenz fehlen muss, so wie du mit deinen Kunden umgehst. Hättest du so viel Intelligenz wie ich, dann wärst du ganz viel weit. Nö, dann habe ich lieber keine Intelligenz, als in einem Betrüger-Callcenter zu arbeiten. Null. Null. Und du bist null. Ja, und was bist du? Du bist nur ein Stück Scheiße, der da rumläuft in Deutschland. Ja, naja, immerhin bin ich dann mehr wert als du immer noch. Viel wert als ich? Ja. Niemals. Naja, doch. Ein Stück Scheiße wie du kostet null wert. Ja, aber ich bin lieber ein Stück Scheiße als ein Betrüger, so wie du. Null wert. Ich bin aber kein... Zumindest versuche ich etwas zu machen. Du versuchst da nur zu Hause zu bleiben. Nö, hab ich doch gesagt. Ich geh doch arbeiten. Was für Arbeiten gehst du denn? Na, fehlt es bei dir irgendwie an Intelligenz? Das Thema hatten wir doch schon. Ich hab dir das doch erzählt, was ich beruflich mache. Ja, daran sieht man, dass bei dir die Intelligenz aussieht. Du hast keine Intelligenz, du hast gar nichts. Gar nichts hast du. Naja, auf jeden Fall habe ich mehr als du. Und versuchst, auch wie ein schlauer Mann zu sein. Ja, aber ich bin ja definitiv schlauer als du. Nee, niemals. Na doch, guck mal, so wie du mit den Menschen redest, das kann ja nicht von Intelligenz zeugen. Schau mal, ich mach meine Arbeit und wenn ich sehe, dass einer versucht, mich zu verarschen, dann habe ich mein Recht, ihn zu beleidigen und aha. So aber weiter. Du weißt schon, dass dein Recht, Leute zu beleidigen, auch strafbar ist, ne? Nee, weiß ich nicht. Ja, dann bist du jetzt ein bisschen schlauer gerade geworden. Mir ist egal. Ja. Das hast du auch gerade versucht. Ich hab was versucht. Klar hast du versucht. Ja, was denn? Mich zu beleidigen. Nö, womit denn? Doch hast du. Nö. Klar. Nö. Sie können ja nicht mal vernünftige Umgangsformen. Was kann ich? Keine vernünftigen Umgangsformen. Geschweige denn vernünftige Sprache. Ich spreche doch ganz vernünftig. Du verstehst nicht, oder? Nö. Als ich dich beleidigt hab? Tja, sowas machen halt nur Kakerlaken, ne? Kakerlaken, wie du? Naja, wie du eher. Ah. Das ist schon ein bisschen armselig, was du da machst, ne?
Guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Bjergis hier, ich melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert, wissen Sie das, ja? Nee, bei welcher Handelsplattform denn? Bitte? Bei welcher Handelsplattform denn? Es geht um Handel mit Bitcoin, mit Rohstoffen. Ja, aber wie heißt denn die Seite? CX Trade. Ach so. Ja, und nun? Da können Sie handeln mit Bitcoin, mit Rohstoffe, Aktien. Ja, das kann man da machen, das ist richtig. Bitte? Ich sage, das kann man da eventuell machen, ja, das ist richtig. Ja, Sie besitzen Handelskonto auf unserer Plattform, aber es ist noch nicht aktiv. Damit Sie weiter handeln können, Sie sollen zuerst Ihre Handelskonto aktivieren, wobei kann ich gerne helfen. Aha, und wie geht das? Okay, minimales Startkapital bei uns ist 250 Euro. Und wenn Sie sogar mit kleinster Summe einsteigen, mit 250 Euro von unserer Seite, bekommen Sie dazu 250 Euro als Willkommensbonus. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist was Neues für Sie? In welchem Bereich genau? Ich meine mit Handeln. Also mit Handeln habe ich Erfahrung, ja. Okay, haben Sie es alleine gemacht oder mit Hilfe? Nö, das da bei eBay ist ja relativ übersichtlich. Das habe ich alleine gemacht. Okay, weil für unsere Anfänger haben wir zwei Dienstleistungen entwickelt. Sie bekommen volle Unterstützung von unserer Seite. Eben, Sie können das mit Autotrader machen. Das ist ein Programm, ein Algorithmus. Das können Sie einschalten. Dieses Programm, diese Software können Sie herunterladen. Dann läuft das automatisch. Oder Sie bekommen Ihre persönliche Kontomanager, die machen stündliche Analyse, was auf dem Finanzmarkt passiert. Sie geben alle richtigen Tipps, Signale und Kenntnisse, was Sie für erfolgreiche Handeln brauchen. Und mit diesen richtigen Informationen und Prognose können Sie in weniger Zeit Ihre Ziele erreichen, weil wir sind auch daran interessiert, dass Sie Erfolg bei uns haben, weil wir profitieren, wenn Sie profitieren. Verstehen Sie, was ich meine damit, ja? Ja, so halbwegs, Bitte? Ja, so halbwegs. Ja. Okay, Sie können mit minimalem Startkapital einsteigen, wie gesagt, mit 250 Euro. Und von uns bekommen Sie dazu 250 Euro, damit Sie was auf unsere Kosten auszuprobieren zu können. Welche Möglichkeiten haben Sie zu investieren? Wenn ich jetzt fragen darf, haben Sie Visa, Master, PayPal, Online-Bank oder wie können Sie es aktivieren? Weiß ich nicht, wie meinen Sie das denn? Wie können Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Sie brauchen investieren 250 Euro auf Ihre Handelskonto. Welche Möglichkeiten haben Sie dazu? Haben Sie Visa-Karte, Mastercard, PayPal, Online-Banking oder wie können Sie aktivieren? Ach, da braucht man Geld zum Aktivieren. Genau. Dann bekommen Sie von uns auch dazu 250. Ach so, und wie machen Sie das mit den 250? Wann bekommt man die? Also auf Ihre Handelskonto. Kriege ich noch eine Antwort auf meine Frage? Ja, bitte? Ja, kriege ich noch eine Antwort auf meine Frage? Also auf Ihre Handelskonto bekommen Sie diese Summe. Ja, aber woher kommt denn das Geld da, die 250 Euro, die ich da geschenkt bekomme? Also, Sie investieren 250 Euro und von uns bekommen Sie auch dazu 250 Euro auf Ihre Handelskonto. Sitzen Sie auf Handelsplattform, auf unsere Plattform. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Ich kann die ganze zeigen. Ich würde dann erstmal da die 250 Euro nehmen, die Sie da verschenken. Also, ich verschenke gar nichts, weil, also Sie wissen selber, ja, ohne nichts kommt nichts. Also zum Verschenken habe ich gar nichts, aber was ich von meiner Seite machen kann, wenn Sie Ihre Handelskonto mit 250 Euro aktivieren, von mir bekommen Sie auch dazu 250 Euro, damit Sie Möglichkeit haben, auf unsere Kosten auszuprobieren und austesten zu können und Erfahrung damit sammeln, ja. Ja, aber gerade haben Sie ja gesagt, Sie verschenken nichts. Und jetzt sagen Sie doch, Sie verschenken was. Nein, ich verschenke das nicht. Na, und wie? Aber Sie haben doch gesagt, da gibt es 250 Euro gratis. Das ist doch dein Schenken. Also, es ist kein gratis. Ich habe dieses Wort nicht benutzt. Wenn Sie aktivieren Ihre Handelskonto,
dann bekommen Sie Willkommensbonus 250 Euro dazu. Genau so habe ich gesagt. Ja, dann nehme ich nur den Willkommensbonus. Also nur Willkommensbonus können Sie nicht nehmen. Also Sie sollen zuerst es aktivieren, dann bekommen Sie dieses Willkommensbonus, ja? So, warum denn? Also ich kann die dieses Plattform zeigen. Unter welcher E-Mail kann ich jetzt die E-Mail, unter welcher E-Mail können Sie E-Mail erhalten? Na, haben Sie doch keine E-Mail-Adresse von mir drin stehen? Hallo, guten Tag. Ich bin bitte Herr Alfred, Alfred Erret. Ja, hier steht lang, ist mein Name, bitte. Ich melde mich vom Beratungsunternehmen. Ja, und Herr Alfred, ich möchte ein paar wichtige Punkte zu erklären über Kryptowährungen. Wer ist zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, ja und überhaupt, was passiert auf dem Kryptomarkt? Vielleicht kennen Sie diese Sache, oder? Es ist ganz neu für Sie. Ja, weiß ich nicht. Möchten Sie nicht sich vielleicht das mal vorstellen und erzählen, von welcher Firma aus Sie anrufen? Ich melde mich von MBG Solutions, MBG, Martha, Beata, Gertrud. Mhm. Ja, und Herr Alfred, die Hauptsache ist, dass denn ich möchte diese wichtige Information geben Ihnen, damit können Sie Ihre Gewinn zu maximalisieren auf dem Kryptomarkt, ne? Wir beraten unsere Kunden die professionelle Unterstützung über Kryptowährungen. Zum Beispiel, welche Kryptomünzen hat derzeit Preispotenzial oder heutzutage gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Na, und alle diese Informations, Tipps und Signale, Sie bekommen von unserer Seite kostenlos. Herr Alfred, als wissen Sie, auf dem Kryptomarkt gibt es nicht nur Bitcoin oder Ethereum. Wissen Sie das, ja? Ja. Ja, gibt es viele verschiedene Kryptomünzen, mehr als 3000. Das bedeutet 3000 Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber ja, für das wissen Sie, Kryptomarkt funktioniert so, ne? Manchmal der Preis für Kryptomünzen steigt hoch und manchmal geht es runter. Ist das richtig, ja? Ja, deswegen, Sie brauchen den genauen Zeitpunkt. Wann zum Beispiel sollen Sie anfangen, Ihre Investierung auf dem Kryptomarkt? Wie lange haben zum Beispiel Waren verkaufen und natürlich damit Gewinn zu haben, ja? Der Prinzip ist ganz einfach. Billige kaufen und teuer verkaufen, aber das passiert die richtigste Zeitpunkt, ne? Und diese Information bekommen Sie von unserer Seite, ja? Weil, Herr Alfred, wir sind eine große Firma, wir haben eine Expertenabteilung. Dort arbeiten mehr als 200 Experten. Und diese Leute jeden und ganzen Tag analysieren Kryptomarkt und prognosieren zum Beispiel, welche Kryptomünzen ist besser heutzutage zur Investierung. Verstehen Sie das, ja? Nicht so richtig. Aus welchem Land rufen Sie dann an? Ich melde mich von Österreich, ne? Von Wien. Handelsgeist 92 ist unsere Adresse, bitte. Wie war die Adresse? Handelsgeist 92, bitte. Ich hab's noch nicht verstanden. Handelsky 92, Handelsky. In Wien. Handelsky, genau, 92 ist Nummer. Mhm. Und warum findet man Ihre Firma da nicht unter der Adresse, wenn ich die bei Google eingebe? Ja, das können Sie machen, kein Problem. Ja, aber warum findet man sie da nicht? Sie können nicht finden? Nee. Okay, dann Sie können ganz einfach unsere Webseiten sehen, ne? Ich werde buchstabieren, okay? Also, ich habe überprüft und ich suche diese Adresse. Ja. Das weiß ich nicht, warum geht so bei Ihnen? Das steht nicht drin bei Google, da seid ihr nicht zu finden mit eurer Firma. Einen Moment bitte. Mhm. Ja, Handelsky 92. Handelsky. Ja. Findet man nicht da. Also da seid ihr nicht als Firma registriert unter der Adresse. Das weiß ich nicht, warum passiert so bei Ihnen, aber bei mir ist findet, hier Alfred. Ja, na, das ich kann einfach die Webseiten sagen, den Namen der Webseiten, wo können Sie diese Information finden, ne? Können Sie auch schreiben jetzt? Ja, also schreiben kann ich schon, nur das Problem ist, dass ihr da unter der Adresse nicht zu finden seid und dann nützt mir ja auch eure Webseite nicht, wenn die oh Adresse mein Gott, ja schon gleich ist.
Das ist unmöglich. Herr Alfred, ich werde jetzt buchstabieren unsere Webseiten. Sie können diese Adresse dort auch sehen. Na? Und vielleicht Sie haben nicht so richtig verstanden. Also ich kann diese Adresse auch buchstabieren. Oder wann möchten Sie? Ich kann den Link von diesen Webseiten per E-Mail schicken. Nö, wie heißt denn die Webseite? Wie bitte? Ich habe gefragt, wie die Webseite heißt. Ja, die Webseite heißt MPG, M wie Martha, B wie Bertha, G wie Gertrud, Minuszeichen, Solutions, S wie Sandra, O wie Otto, U wie Ulrich, L wie Liam, U wie Ulrich schon, T wie Theodor, I wie Ingrid, O wie Otto nochmals, N wie Nordvoll und S wie Sandra am Ende. MPG-Solutions. Ja, und wo steht da jetzt eure Adresse? Handelsgeist 92, bitte. Ja, wo steht denn die Adresse? Haben Sie geöffnet, diese Webseiten? Ja, und ich würde gerne wissen, wo die Adresse steht. Ganz oben, Rechtsseite, sehen Sie nicht? Nee, ganz oben rechts steht nicht, da ist keine Adresse von euch. Okay, Herr Appelt, dann machen wir so. Ich werde gerade per E-Mail schicken, der Link, okay? Und ganz einfach drücken Sie darauf und Sie werden weiterleiten nach andere Fenster und Sie können das alles dort sehen, okay? Und welche E-Mail-Adresse schicken Sie das? Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Steinchen@gmail.com, ist das richtig? Nee. Achso, es ist nicht richtig. Steinchen, wir haben diese E-Mail. Können Sie buchstabieren, mir? Was denn? Nochmals bitte? Was denn? Herr Alfred, ich habe nicht gehört. Bitte können Sie noch mal von Anfang? Ja, was denn? Buchstabieren mir bitte Ihre E-Mail. Ach so, dann soll ich jetzt meine E-Mail-Adresse... Ja. Aber das dauert, ne? Ja, kein Problem. Ja. Denn ein S? S? Ja. Haben dann Sie? Bitte? Ja. Denn ein O? O? Denn ein U. U. Ja. Ein T. T. Ein X. X. Mhm. Eine 9. 9. Ja. Aha. Denn eine 8. 8. Ja. Ein Q. Q. Ja. Aha. Noch ein Q. Aha. Denn eine 4. 4. Ja. Aha. Denn ein X. Nochmal X. Ja. Okay. Ja, dann eine 4. 4 noch. Mhm. Eine 5. 5. Ja, dann wieder ein Q. Okay. Ja, dann ein Ad-Zeichen. Aha. Dann ein M. Aber welche Zeichen bitte? Ein M. N-M. Ja, ein M. Nur ein M, nicht zwei. Nur N und M. Nein, ein M, wie Muschi. Oder Maulkatze. Maus. Ja, meinetwegen auch das. Okay, Herr Alfred, bitte sagen Sie mir nach dem Q, ja? 4, 5, Q und dann? Na, haben Sie das Ad-Zeichen jetzt oder nicht? Ja, bitte? Ja, dann ein M. M? Ja, ein D. D? Ja, ein C. C? Noch ein C. Aha. Ein F. F? Ein U. Ja, bitte? Ein N. N. Und .de. Und, was bitte am Ende? .de. .de. Ja. So, überprüfen wir das nochmal, ja? Sox98QQ4X54, entschuldigen Sie mich, Q, MDCC.de. Mhm. Alles klar, okay. Sie bekommen jetzt eine Nachricht von Hector Lang. Ein Moment, bitte. Mhm. Okay. Können Sie überprüfen Ihre E-Mail, bitte? Haben Sie schon geschickt? Ja, ich hab. Dann gehe ich mal gucken. Okay. Ist noch nichts da. Okay, warten wir kurz dann. Mhm. Ah ja, jetzt ist was da. Okay. Mhm.
Der erste ist die Webseiten, Link von Webseiten, und zweite ist Adresse. Ja. Doch, aber da befindet sich unter der Adresse ein McDonald's. Sie suchen im Google bitte? Ja, bei Google zeigt er mir an, dass unter der Adresse ein McDonald's zu finden ist. Oh mein Gott. Okay, einen Moment. Ich werde noch... Ja, ich habe jetzt eure Adresse kopiert aus Wien. Und da befindet sich ein McDonald's unter der Adresse. Ja, Alfred. Ja. Haben Sie diese Webseiten geöffnet? Ja, unter Handelskai 92 in Wien... Mit der Postleitzahl 1200 befindet sich eine Filiale von McDonald's. Es ist eine große Filiale. McDonald's steht auch hier. Ja gut, aber man kann ja hier mit Google Street Store gucken. Weil haben wir Pause, wir essen diese McDonald's auch. Ja, aber man kann ja hier letztendlich mit Google Street View sehen, was da so alles vorhanden ist. Und ihr seid das nicht. Ja, das ist Gebäude, ja? Mhm. Und gibt es viel... viele Offizien dort. Gibt es nicht nur McDonald's? Ja, aber ihr seid ja nicht bei Google gelistet. Warum steht ihr denn nicht bei Google drin? Ich weiß das nicht. Ja, ist ja irgendwie unseriös, ne, wenn man unter der Adresse gar nicht zu finden ist. Ne, Herr Alfred, gucken Sie, Sie haben gefunden schon die Adresse. Ja. Die Gebäude haben Sie auch gesehen, ja, in Google. Ja. Und da ist... Und in diesen Gebäuden gibt es einfach viele Firmen. Ja, aber ihr nicht. Kann man ja gucken. Aktien. Man kann ja gucken, wer da ansässig ist und ihr seid das nicht. Sie können das ganz einfach. Der Unternehmer, der ist entschieden, ne? Ja, aber ihr seid ja da nicht registriert. Ihr seid da nicht vorhanden. Noch was bitte? Ja, euch gibt es da nicht. Was gibt's nicht, Herr Affet? Ja, eure Firma gibt's da nicht. MBG Solutions gibt's da nicht. Herr Affet, in diesem Gebäude gibt es viele andere Firmen. Ja, und ich sehe alle Firmen aufgelistet. Welches gibt es nicht im Google? Das sind alle Firmen, was auf dem Welt nur sein im Google? Nee, das passiert nicht. Ja, seriöse Firmen sind alle bei Google, ja. Doch, schon. Also ihr seid da nicht drin. Und ihr seid auch nicht unter dem Gebäudekomplex vom Inhaber zu finden. Sie haben vielleicht nicht so richtig verstanden. Na doch schon, ich bin ja hier auf der Adresse. Wir haben... Mhm. Dann sagen Sie mir mal, welches Einkaufsgeschäft daneben an noch ist. Nochmal bitte? Dann sagen Sie mir bitte, welches Einkaufsgeschäft dort noch zu finden ist vor Ort. Welches Lebensmittelgeschäft? Welches Lebensmittelgeschäft gibt es denn da? Wir sind einfach Beratungsunternehmen. Wir beraten nur Informationen über Kryptowährungen. Ja. Verstehen Sie das? Mhm. Dann verraten Sie mir mal, wie weit der Bahnhof von dem Gebäude weg ist. Nochmal bitte, ich habe nicht gehört. Ja, wie weit ist denn der Bahnhof weg von Ihrem Bürogebäude? Ungefähr 200-300. Nö. Auch nicht. Herr Affet, einen Moment bitte, Ich habe nicht verstanden, Ihre Fragen. Oder ja, was schon. Haben Sie nicht verstanden? Ich habe das schon verstanden, dass das hier Betrug am Telefon ist und dass Sie mir was vom Pferd erzählen wollen. Sie existieren unter der Adresse nicht. Oh mein Gott. Herr Affet. Der wird Ihnen auch nicht helfen, der Gott. Vielleicht Sie haben schon getroffen mit betrügerischen Leuten, ne? Ja, ich weiß, dass ihr Betrüger seid. Ihr seid ja unter der Adresse nicht zu finden. Einen Moment, bitte. Lassen Sie mir etwas zu erklären, ne? Als habe ich es schon gesagt, wir sind ein Beratungsunternehmen. Wir beraten unsere Kunden nur Informationen über Kryptowährungen. Wann es ist interessant für Sie, ich kann gebe diese Informationen Ihnen. Ja, aber Sie werden ja als Firma gelistet sein, oder nicht? Wann nicht, wir können das ganz einfach beenden. Also Sie fragen, wo steht Ihre Firma? Ja, die existiert ja nicht. Ich habe das auch gezeigt. Nee, haben Sie nicht. Sie haben diese Gebäude gesehen? Ja, aber da und seid ihr ja nicht drin. Gesagt, ihr seid in dem Gebäude nicht vorhanden. Das ist eine Lüge. Herr Affet, das denke ich mal, Sie machen jetzt Spaß. Nee, das ist kein Spaß. Wir verlieren das Zeit. Das ist Betrug, den ich hier aufdecke.
meine Zeit und Ihre Zeit auch. Mhm. Und wir können das ganz einfach beenden, wa? Sie gar keine Interesse haben, ne? Ja, aber schämen Sie sich nicht dafür, Leute zu betrügen? Wir schon 17 Minuten, ja, und über... Ja. Okay, ganz einfach beenden wir. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ah ja, so beendet ein Betrüger das Gespräch immer, richtig. Die Kakerlakenparty ist nun zu Ende. Schade, aber wenn du magst, hier siehst du noch eine Playlist. Da findest du noch viele weitere Videos auf dem Kanal. Und wenn du unter der Playlist Hörspiel auf dem Kanal nachschaust, findest du alle Kakerlakenpartys auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.